Hey, ich grüße dich, willkommen bei New Body Coach, dein Coach Eric ist wieder am Start. Und das Thema in der Beschreibung klingt schon etwas dramatisch, aber es ist wirklich so. Ich zeige dir, woran die meisten immer scheitern, woran du aber jetzt ab diesem Video niemals scheitern wirst. Um deine Muskeln dazu zu bewegen, dass sie wirklich wachsen, ist es wichtig, deine Muskeln zu reizen. Und diese Reize musst du in wie folgt setzen: Du musst deinem Muskel zeigen, dass er zu schwach ist. Weil erst, wenn dein Muskel merkt, dass er zu schwach ist, dann passt er sich erst an. Guck mal, dein Muskel ist ein eigenständiger Organismus. Deswegen, wenn du im Training am Handy bist, wenn du im Training chattest, dich gar nicht wirklich fokussierst auf dein Training, immer woanders bist, an andere Sachen denkst, dann kannst du gar nicht deinen Muskel zum Wachsen bringen. Am Anfang jedoch schon. Am Anfang musst du gar nicht viel trainieren, du musst gar nicht so hart trainieren, du musst gar nicht so intensiv trainieren, da wachsen schon die Muskeln. Aber New Body Coach steht dir für Langfristigkeit. Und deswegen, dieser eine Tipp, woran die meisten immer scheitern, das ist einfach daran, dass sie im Training, wenn sie trainieren, ihren Muskel nicht zum Wachstum bringen, weil sie ihren Muskel nicht genug reizen. Wenn du trainierst im Training, leg doch einfach mal am besten dein Handy weg. Vergiss all das außenrum. Sei hier im Jetzt. Und dann setzt auch deinen Reiz, wenn du wirklich zu 100% fokussiert bist. Morgen oder übermorgen, wenn du also im Training bist, dann denk mal darüber nach. Wenn du jetzt Bizeps Curls machst, dann geh über deine Komfortzone. Geh über deine Komfortzone hinaus. Wenn du spürst, als dein Bizeps brennt und du kannst nicht mehr und du hast dir, ich sag mal, 3x10, 3 Sätze, 10 Wiederholungen vorgenommen und du kannst einfach nicht mehr. Und du bist bei der letzten Wiederholung, dann mach noch ein, zwei, weil erst dann reizt du deinen Muskel und zeigst ihm, dass er zu schwach ist für das Gewicht. Und dementsprechend muss er sich anpassen. Also mein Lieber, ich wünsche dir viel Erfolg, zieh's durch und mach das, was ich dir gesagt habe, weil dann läuft es auf jeden Fall. Natürlich, wenn auch die Ernährung dabei stimmt. Denn die Ernährung, das sind die Bausteine für dein Muskelwachstum. In diesem Sinne, we love success und wir werden es alle durchziehen. Wir werden unser Ziel erreichen. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden den Muskel zum Wachstum bringen. Bis dann.